Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Death Stranding. Ich bin das MC Muffix und wir sausen jetzt hier erstmal raus. Beim letzten Mal haben wir es geschafft, Mountain Not City zu erreichen, doch leider war die Dame, die dort an der Führung ist, nämlich Mamas Schwester, nicht allzu glücklich mit uns und unserer Arbeit. Sie hat sich hier nicht entschlossen, hier dem Netzwerk Beisatrinadas weggeschickt, weshalb ich mich nicht mehr da wegwarpen könnte, das mich selbst ein wenig genervt hat. Wieso kommt hier schon wieder Zeitring? Wir sind hier nun dabei, erstmal Mama aufzufinden und sie zu fragen, was wir hier tun können. Denn irgendwas ist scheinbar hier nicht in Ordnung zwischen ihr und ihrer Schwester. So, deswegen parken wir da jetzt erstmal. Dann setz ich mal da so ein dummes Schild hin. Wartet. Da muss ich mir überlegen. So. Schild aufstellen. Und zwar... Nein, nicht nach oben. Ah, wurscht. Das langt schon. Das ist auch für mich eigentlich mehr als für alle anderen, damit ich weiß, dass ich hier mal lang gehen muss, weil das ist doch immer ein bisschen versteckt. So. Gut. Dann sind wir soweit ausgerüstet. Bolagan haben wir. Gewehr haben wir. Ich glaube, ich hätte auch normales Gewehr. Ich pinkel jetzt einfach mal rein hier. Damit alle, die hier langlaufen, nicht mehr eine Pink. Die mehr Urin laufen müssen. So. Und wem gefällt es? Bibi. Wow, wow, wow. Was haben wir da für einen Pilz rausgelassen? Ich würde den nicht anfassen. Ich würde den trotzdem nicht anfassen. So, Blutgranaten haben wir auch. Passt doch. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, kein Sturmgewehr, oder? Ist mir jetzt wurscht. Wird schon schief gehen. So, dann hoch da. Wieso? Echt abgesondert. Eigentlich ist es ziemlich schlau. Aber man würde auch wahrscheinlich vom anderen Weg hierher kommen, aber pö, so läuft es auch. Hey Sam, danke, dass du da bist. Ich hab da was für dich. Das sind deine neuen Handschellen. Sie fungieren weiterhin als Terminal, aber dienen jetzt auch als Waffe. Nach der letzten Verbindung konnte ich alles von Grund auf neu gestalten. Sie sind jetzt noch Waffen? Genau. Strangschneider. Ich erklär's dir. GDs sind über Nabelschnüre mit der anderen Seite verbunden, richtig? Wenn diese Schnüre die Materie unserer Welt mit der Antimaterie ihrer Welt in Kontakt bringen, boom, leere Sturz. Aber wie Deadman schon annahm, hat dein Blut einzigartige Eigenschaften. Damit kann man GD-Schnüre durchtrennen. Diese Funktion habe ich eingebaut. Durchtrennst du die Schnur eines GDs, kehrt es in die Welt der Toten zurück. Kein GD, kein leerer Sturz. Alle gewinnen. Damit kann man sie losschneiden. Wenn du unbemerkt nah genug an sie herankommst, ja. Strangschneider Superhandschellen. Gut. Probieren wir sie aus. Schneid die Schnur zwischen uns durch. Sie schläft tief und fest. Ich habe ihr viel Milch gegeben. Tu's einfach. Bitte, Sam. Bitte befreie uns. Dies war nie ihre Welt, aber ich wollte sie auch nicht gehen lassen. Obwohl sie bereits verloren ist. Die
Die Wahrheit ist, eigentlich ist sie nicht meine Tochter. Der Angriff von Joe, war das alles gelogen? Nein, der Teil stimmt. Meine Eierstöcke produzieren keine Eier und Lochner hat Probleme mit der Gebärmutter. Kurz gesagt, wir können beide keine Kinder kriegen. Für mich war das okay. Ich dachte mir, Kinder? Wer braucht die schon? Aber meine Schwester sah das anders. Lochner wollte ein Kind. Jemanden, der ihre Gene in sich hat. Sie verliebte sich in einen Mitarbeiter von Bridges, doch er starb bei einem Unfall. Sie war natürlich am Boden zerstört und ich auch. Damals, bei diesen starken Gefühlen, spürte ich ihre und sie spürte meine. Als ich merkte, dass sie zu ihm wollte, Schluss machen, sagte ich zu ihr, bekommen wir doch ein Baby. Wir befruchteten ein Ei von Lochner mit seinem eingefrorenen Sperma. Und ich trug es aus. In mir wuchs ein gesundes Kind. Aber dann kam der Angriff. Und unsere Bindung wurde durchtrennt. Ich wollte es ihr sagen. Aber ich war mit dem Kind verbunden. Ich konnte es nicht aufgeben. Doch ich lag falsch. Lochner muss es wissen. Manche Bindungen muss man für andere aufgeben. Man kann sich nicht an alles binden. Wenn wir die Welt verbinden wollen, muss ich mich erst wieder mit meiner Schwester verbinden. Also bitte, Sam. Tu es. Okay, Sam. Bring mich nach Hause zu Lochner. Sam, machst du bitte zu? Ich war lange nicht mehr draußen. Das ist mir zu viel auf einmal. Bist du sicher? Ich dachte, du kriegst vielleicht Angst nach der zweiten Entrümmern. Alles gut, solange ich noch etwas sehen kann. Die Wärme des Lichts. Die Berührung des Windes, der Geruch der Welt. Du hast's gut. Ihr beide seid noch verbunden. Okay, Sam. Dann mal los. Thank you.
Mein ganzer Krempel liegt natürlich jetzt wieder da. Den können wir natürlich jetzt wieder erstmal da absetzen. So. Na, komm. Privater Spind. Kann ich wieder meinen ganzen Schmarrn wegschmeißen. So. Oder warte mal, wenn ich sie jetzt mitnehme, was... Warte mal, wenn ich Glück habe, kann ich das dann so in den Spind tun. Das wäre, glaube ich, leichter. So, haben wir die wieder dabei. Aber wegschmeißen tue ich das auch nicht. Wo ist denn wieder mein Terminal? Komm. Okay, gut, dann haben wir einen neuen Auftrag. Ich liebe es, Menschen natürlich zu tragen. Das ist so schön und so spaßig immer. Auf dem Boden gibt es da... Hier, komm. Wie schön, TCKs. Im privaten Spind. Na, passt doch. Naja, das ist besser, als wenn wir es wegschmeißen. Habe ich richtig sinnvoll alles hergestellt. Ausrüstung herstellen. Kann ich mein Bike herstellen? Kann ich auch nicht hier herstellen. Sehr schön. Okay. Naja, dann haben wir zumindest die Mama dabei. Und was habe ich jetzt noch so ausrüstungsmäßig dabei? Gar nichts. Na doch, hier die Anti-GD-Waffen. Blutgranaten. Also zumindest gegen GDs kann ich mich so halbwegs wehren. Und jetzt können wir die ja sogar abstöpseln hier. Abschneiden. Schauen wir, ob das klappt. Oh. Nein, eine Cutscene. Nein, kein Boss. Oh, Scheiße. Ich hatte eine schöne Überraschung vorbereitet. Aber du hast anscheinend alle Hände voll zu tun. Kein Problem. Wir beugen einfach etwas die Regeln. Mach dich bereit, Sam. Er sieht hungrig aus. Um das hier zu überleben, lass dich einfach nicht fressen. Klingt lustig, aber klar. Ich habe meine Blutgranate. Leeres Sturz. Also okay. Wie war das? Wir müssen einfach aus dem roten Gebiet raus. Okay, nicht leichter ist das. Schön gemacht, Sam. Genau. Wieso gehst du da auch nicht hoch? So. Also. Kämpfen ist im Endeffekt so gut wie keine Option. Scheiße. Aus dem ganz einfachen Grund. Scheiße. Tot. Ja, aber du bist auch echt ein Spaß, Sam. Ja, du bist doch so ein harter Spaßball. Jetzt steh halt mal auf. Wieso willst du nicht aufstehen? Was ist denn das? Der liegt da eine halbe Stunde am Boden. Kotzt mich nicht an, Mann. Ich meine, wenn man den so ein bisschen, wenn man den ein bisschen ausbremst und so. Ja, Bibi. Dann leider halt da nichts zum Wieder. Bringt mir auch nichts. Ich kann auch nichts anderes machen. Überall sind tote Fische. So. Der hat auch irgendwie mehr Leben als der letzte GD, den wir bekämpft haben. Habe ich zumindest das Gefühl. Aber haben wir jetzt sogar Anti-GD-Waffen, also theoretisch können wir sogar besser kämpfen. Alter Mann, schau ich mal an, wie schwer das ist, da hochzukommen.
Und das war gar nicht mal so einfach. So, wo in 10 Gottes Namen bin ich denn hier? Huh, das war ganz und gar nicht schön. Aber wir haben es zumindest geschafft. So, da müssen wir jetzt nicht unbedingt nochmal hin. Und jetzt ist die goldene Frage, was machen wir jetzt? Online-Schildseil. Schauen wir mal. Wenn wir da rüberkommen, haben wir irgendwas Sinnvolles hier. Ich bräuchte jetzt... Also, das Müll... Ja, ganz ehrlich, Mann. Ach, ja. Ich kann mich ja jetzt im Endeffekt auch nicht warpen, gell? Online-Schutzbunker. Das ist schon mal das Erste, wo wir jetzt hin müssen. Alles andere bringt uns schon mal nichts, weil... Wir brauchen jetzt Ausrüstung. Und da ich jetzt die Tante hier dabei habe, wird das natürlich lustig. Okay, also meine Blutgranaten waren schön. Ich hätte ihn wahrscheinlich sogar besiegen können, aber ganz ernsthaft, ich bin schon froh, dass wir das jetzt ganz entspannt so gemacht haben. Innerhalb ein bisschen mit unseren Blutgranaten haben wir ziemlich losgeworden. Und das hat dann jetzt auch im Endeffekt gelangt. Schade, ich dachte, die antwortet mir. Und außer die eine... Ja, Hund, dann werden sie nicht halt hören. Das heißt, was mich so angekotzt hat, Mann, wo ich da von dem Haus runtergesprungen bin, okay, das war ein bisschen hoch, aber wie dann einfach so hart eine Minute da am Boden liegen bleibt. Ich war jetzt schon da eigentlich gefasst, dass er mich frisst, Mann. Aber nun gut. Haben wir geschafft. Hicks, du Penner, Mann. Du kannst jetzt einfach kommen, Mann, wenn ich hier einen Storyfight hab, Mann. Das, also wenn ich hier jemanden trage, Mann, das ist doch, sollte verboten sein, Mann. Sollte ernsthaft verboten sein. So, das ist jetzt wieder eine Seildutsche. Schauen wir mal, ob die besser läuft als die andere. Okay, da kann ich irgendwie... Ja, bringt mir nur leider nicht viel, oder? Ich möchte es mal testen. Von Gyro zu Stein. Oh. Coole Sache. Und jetzt sind wir direkt wieder beim GD. Das wäre geil, Mann. Ach so, und die kann man dann auch verkoppeln. Ja, geil, Mann. Ja, geil, Mann. Also es war jetzt im... Ah, aber sie gehen halt nur immer nach unten. Ja, klar. Hab mir jetzt nicht so viel... Ich bin immer stark. Das hat mir jetzt im Endeffekt nicht so richtig viel weitergeholfen, weil ich im Endeffekt jetzt den ganzen Weg wieder hochlatschen kann. Aber okay. Keine Sache. Sehr geil. Geht natürlich nur, ich dachte halt jetzt, ich meine, so schnell wie man da runterfliegt, hätten sie auch wahrscheinlich hochgehen können, aber sie gehen halt jetzt nur runter. Und halt immer 300 Meter. Na, wo laufe ich jetzt wieder hin? Oh, da muss ich hin. Da ist der Schutzbunker. Aber da müssen wir uns jetzt erstmal ein Bike herstellen, ansonsten können wir gar nichts machen. So. Blutet sie? Schau ich an, die blutet. Oder ne, ist das nur ihr Lippenstift? Sah so aus, als würde sie bluten. So, okay. Gut. Dann haben wir aber schon mal hier etwas geschafft. Und vielen, vielen Dank für diesen schönen Schutzbunker. Den nehme ich dankend an. Hm? Nur Behälterspray. Kannst du haben. So, wo habe ich das denn aufgesammelt? Habe ich gar nicht mitbekommen. So, dann, ja, außer muss ich mich jetzt unbedingt gar nicht. Aber Ausrüstung muss man herstellen und da kann ich auch nichts herstellen. Toll. Ist mir das ja irgendwie aktuell untersagt, Sachen herzustellen. Würde mich mal langsam echt interessieren, weil das ist, kotzt mich gerade ein bisschen an. Tja, dann. Neuer Plan. Da wäre auch ein Schutzbunker. Ja, also hier ist ein Schutzbunker. Vielleicht kann man da dann was herstellen. Und wenn nicht, dann müssen wir eh... Dann, warte mal. Tja, das ist schon noch ein ganzes Stückchen hier. Schauen wir mal. Aber ich glaube, bei der Kostbildung, da geht ja der Chiral... Ich weiß nicht. Ich hoffe mal, die haben mal einen Chiralendrucker. Weil ich Ihr wisst ja, ich verstehe jetzt schon, dass das Spiel hier sagt, ja okay, du hast jetzt hier dabei, dass ich jetzt im Endeffekt nichts herstellen kann und so. Ich meine, das ist in Ordnung, überall tote Fisch hier. Aber wenn das Spiel mir jetzt hier sagt, ich kann keine Bikes und so herstellen, dann finde ich das irgendwie doof, weil so richtig geil ist es hier, die Netze zu transportieren, Mann. Besonders, wenn wir wieder durch GD-Territorium laufen.
Das ist gar nicht so geil. Aber nun gut. Wir haben schon alles hinbekommen. So, aber das ist doch jetzt ein anderer, oder? Ich hatte doch davor einen... Wahrscheinlich war das... Nee. War das der, den ich vorher benutzt habe? Ja, das ist sicher der, den ich vorher benutzt habe. Ja, laufen wir einfach mal weiter. In der Hoffnung liegt die Kraft, dass wir auch mal einen sinnvollen Bunker finden. Ein Schwebebahn können wir uns herstellen. Toll. Oder ich laufe ins Mühlergebiet und klaue den einfach rein. So, einfach weiterlatschen. Oh. Ist da eine Klippe? Na, okay, das geht schon. Naja, immerhin haben wir es zumindest so ein halbwegs am Bossfight hier geschafft. Das ist doch mal etwas. Wir haben es hier geschafft, mit Higgs fertig zu werden. Also, das beschweren wir uns. Was war das? Alter. Ja, ja, heulen jetzt nicht rum. Ganz ernsthaft, Mann. Er schafft... Es ist geil, Mann. Er schafft den schönen Sprung. Der Bibi lacht. Alles gut. Und dann fällt er einfach um. Ich habe ihn ja nicht mehr bewegt. Ja, langsam. Wo ist denn Cliff oder Anger oder wie der auch immer heißt? Dann der soll Bibi beruhigen, ne? Die. Also da ist ein weiterer Schutzbunker. Da gehen wir jetzt erst mal. Wie, du kippst nochmal um. So. Also da ist die Cosplayerin. So. Ein Monat zwei. Sehr schön. Okay, das dachte ich mir schon, die haben ja keinen Chiralendrucker. Das habe ich mir fast gedacht. Aber da hinten ist dann der nächste. Irgendwo werden wir doch jetzt mal einen verdammten Chiralendrucker mal aktivieren können, dass ich mir ein Bike herstellen kann, Mann. Oder vielleicht... Oh! Natürlich, das ist natürlich genauso gut. Scheiß auf den Chiralendrucker, mein bester Freund Moko Moko 1978. Hat mir hier ein Bike hinterlassen. So. Gut. Dann geht's jetzt los. Was die hier alles für Konstruktionen bauen. Besonders das. Schon wieder hart unnötig. So, jetzt müssen wir nochmal ganz kurz überlegen. Sammler. Ach, bei dem waren wir noch gar nicht, gell? Tja, da müssten wir aber durchs Mühle-Territorium. Da habe ich ehrlich gesagt nicht so, so richtig Bock. Also warte mal. Wie machen wir am besten unsere Route? Ja, eigentlich müssten wir wieder dahinter gehen, weil hier über den Berg zu latschen, das ist eigentlich an sich unmöglich. Das heißt... Das ist die Wetterstation, genau. Ja, okay, dann machen wir mal einen kleinen Abstecher bei dem Sammler. Auf gut Glück, dass uns die Mühlers nicht finden. Und wenn, dann fahre ich einfach weiter. Die werden dann nicht hier auf eine harmlose Frau schießen. Haha, natürlich werden die das. Was ich mich nur frage, ist es jetzt so, dass jeder von den Mühlers jetzt immer tödliche Waffen hat oder jetzt immer nur einige? Und das muss ich sagen, das habe ich jetzt gegoogelt, weil mich das angekostet hat. Ob wenn ich ein Mühler-Territorium ausräuchere, ob es dann verschwindet. Nein, wenn man das nächste Mal geladen hat, ist es wieder da. Richtig geil. Ich habe mich da wirklich bemüht, immer die Mühler-Sachen hier zu vernichten und das ist natürlich der Dank. Und hier sieht es echt aus, als würde es jeden Tag mal so einen leeren Sturz geben. Richtig ätzend hier. So, sehr gut. Wollen wir gleich mal entdecken. Aber das ist mir jetzt im Endeffekt wurscht, weil, auch wenn das Spiel nicht wirklich allzu nett ist, es gibt immer eine Möglichkeit, dass ich hier rüberkomme. Hoffe ich. Wenn ich jetzt hier lang fahre. Oder? Ach komm. Müssen wir echt sagen, dass ich da nicht hochkomme? Doch, 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 doch. Das geht. Hi. Ich habe schon Angst gehabt. Weil da aus diesen Klippen, aus diesen Schluchten da wieder rauszukommen, das ist echt so schwer.
Was ist denn? Hast du echt was gegen meine Fahrweise? So, für den Schrotthändler, da muss man nicht hin. So. Scheißdreck. Ja, da wäre jetzt die Hütte irgendwo. Also zumindest theoretisch, aber ich glaube gerade, die ist unten. In einer von den Kluften hier. Bist du da, Sam? Ja, bin ich. Das Krankenhaus, in dem ich lag, wurde unter einer Brücke begraben. Ich habe immer noch Albträume. Ich höre noch das Knacken vor dem Beginn des Einsturzes. Seitdem habe ich eine höllische Angst vor Brücken. Und ja. Schöne Geschichte. Und ich bin natürlich jetzt meilenweit an dem vorbeigefahren. Ja. Ich weiß, wie das angesichts unseres Arbeitgebers klingt. Haha, Bridges! Dunkelheit fürchte ich auch. Ich kann lustig. Nicht mehr schlafen. Geht nicht. Also da müsste ich jetzt rein. Na, wisst ihr was, das meine ich nicht. Erstens, wir müssen eh wahrscheinlich irgendeine Lieferung zu ihm bringen, ansonsten macht er eh keinen Kiran-Link zu uns. Und zweitens, wenn ich da, um da wieder rauszukommen, dann habe ich keine Ahnung, wo ich hin muss. Nein, 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 Alter, ich geh rückwärts! Ich bin gut gefunden. Diese scheiß Bremsen in dem Kackding, man, funktionieren ja toll. Aber wir haben jetzt mein Bike nicht kaputt gegangen. Na gut, dann sind wir mehr oder weniger doch gezwungen, hier zu dem Heini, Heino zu gehen. Heino, Heini. So. Ich check mir, wo der sein soll. Da hinten. Jetzt bin ich auf der einen Seite durchgefahren, jetzt bin ich oben rumgefahren, jetzt bin ich unten rumgefahren und der ist nie da. Aber immerhin ist er an jeder Ecke ein Stein da, an dem man schön feststecken bleiben kann. Immerhin etwas, gell? Ist das hier nicht wunderschön, wunderschön? Ja. Ich weiß gar nicht mehr langsam, an was ich allem hängen bleibe. An Gräsern, Wurzeln. An allem eigentlich. Ja, okay, da geht's wieder hoch. Trotzdem, keine Ahnung, wo der Depp sein soll. Wenn der dann mit dem Chiralen-Netzwerk verbunden wird, pfff, ihn muss ich nicht verbinden. Ich werde nicht dafür bezahlt. Ich werde eigentlich gar nicht bezahlt. Warte, warte. Ach, um einen habe ich jetzt darüber gejumpt. Das wäre aber eine doofe Idee gewesen. Weil die Bikes, die sehen zwar alle so super agil aus, aber ganz ernsthaft, das sind halt keine so Dinger so wie in oh. Ach, zerstört. Entschuldigung. Das sind nicht solche Sachen so wie in Days Gone, wo man da wirklich hüpfen kann, damit die sind ja alle mehr oder weniger klump. Aber nun gut. So, dann haben wir es ja schon mal zum Verteilerzentrum geschafft. Von dort werden wir uns da durchs Müller-Territorium irgendwie schlagen. Werden dann. Oder warte mal. Ja, schauen wir mal. Ich denke mal hier so irgendwie. Zum Handwerker und dann da hoch. Aber nicht mehr in diesem Bad. Denn jetzt machen wir erstmal einen kleinen Cut. Ruhen uns aus und dann beim nächsten Mal geht es dann ja weiter mit Mama und uns. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.